Und das finde ich interessant. Ich trinke sie aus, dann blase ich sie nochmal auf, dann lege ich sie auf den Boden und trete drauf. Und was ist das Tolle dran? Das platzt und wenn der Strohhalm drin ist, dann fliegt er erstmal raus. Capri-Sonne ist Kindheit. Was gab es Geileres, als nach dem Spielen eine Capri-Sonne aus dem Kühlschrank zu holen, den Plastikstrohhalm reinzuhacken und dann die 200 Milliliter... Wenn ich da mal zum Beispiel kurz mal einhaken darf. Plastikstrohhalm. Mittlerweile ist bei der Capri-Sonne so ein elendiger, räudiger Pappstrohhalm. Und das ist eine unfassbare Frechheit. Es gibt nur eine Pappgeschichte, die mich noch mehr abfuckt als der Pappstrohhalm bei Capri-Sonne. Und das ist der Pappgriff von Chupa Chups. Das ist das Dümmste, was je erfunden wurde. Weil, wenn du einen Chupa Chup lutschst, dann kommt deine Lippe und deine Zunge immer auch unwillkürlich mit dem Stiel in Kontakt. Und das Letzte, was du brauchst, ist, dass dann der Pappstrohhalm dir eine filzige Zunge macht und die Feuchtigkeit und damit natürlich auch den Geschmack vom Chupa Chup von den Lippen zieht. Die neuen Chupa Chups, ich sag euch, das wird flopp die Marke, wenn ihr Aktien habt, Chupa Chup Aktien verkaufen. Mit dem Holzgriff, mit dem Pappgriff hat sich Chupa Chups einen Bärendienst erwiesen. Ist nicht mehr genießbar. Die Lutscher, und ich bin großer Chupa Chup Fan gewesen, es ist nicht mehr genießbar. Es ist nicht mehr genießbar. Und das gleiche ist bei Capri Sonne. Du kriegst mit einem Pappstrohhalm kaum, ich muss jetzt jedes Mal für meine Kinder die Capri-Sonne den Strohhalm reinmachen, weil sie es mit dem scheiß Pappstrohhalm einfach nicht mehr hinkriegen. Außerdem, wenn der einmal, der knickt ab und wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, etwas Flüssiges mit Pappe aufzusaugen? Das ist einfach das Dümmste, was es gibt und ich behaupte, es ändert am Klimawandel 0,0 oder an der Plastikverschmutzung. 0,0. Das ist die dümmste Scheiße, die ich je gesehen habe mit diesen Strohhalmen. Und es macht auch weltweit, wenn wenigstens weltweit alle mitziehen würden, aber das ist so eine lächerliche, dumme Aktion. Ah, und dann sind die Pappstrohhalme noch im Plastik Tüten eingewickelt. Da fallen dir ja die Haare aus vor Dummheit. Das ist doch nicht zu fassen. Die gesamte Capri-Sonnenpackung ist wahrscheinlich radioaktiv, aber der Strohhalm, der ist aus recycelter Pappe. Es ist einfach... Ja, Eddie, hier steht im Chat, Eddie ist gegen das Klima und ich sag euch was. Ich nehme lieber den Klimawandel in Kauf als Plastikgriffe bei Chupa Chups. Hier. Dann müssen wir uns was überlegen, ja? Wird es dann halt heiß im Sommer und so, aber irgendwo hat... Also ich bin bereit, vieles mitzutragen, aber irgendwo muss man Grenzen setzen. Milliliter Zuckerwasser einzuatmen. In jedem Tonton findet sich neben den Yu-Gi-Oh! Karten, Gogos und dem Diddle-Block eine Capri-Sonne. Und das bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert. Relikte der ersten Capri-Sonnen finden Entdecker weltweit bis heute in der Natur. Hier mal ein ganz besonderes Fundstück. Das ist eine ca. 25 Jahre alte Capri-Sonne. Die Geschichte des Kultgetränks beginnt in einem kleinen, unscheinbaren deutschen Dorf. Dort hat ein findiger Mann eine geniale Idee für einen Saft, der die Welt... Ich wusste nicht mal, dass Capri-Sonne deutsch ist. Ich dachte Capri-Sun... Etliche Menschen sind bis heute stinksauer. Capri-Sonne! Kennt jeder? Heißt nicht so. Man nennt es trotzdem so. Ist nicht gesund? Man trinkt es trotzdem! Capri-Sun ist eindeutig nicht das geeignete Getränk für die Schulpause. Ich bin ein viel zu süßer Dickmacher und werde leider von viel zu vielen Kindern getrunken. Deshalb bin ich heute hier, um zu protestieren. Es gibt nur wenige öffentliche Auftritte des berüchtigten Mr. Capri-Sonne, aber die... Aber Capri-Sonne hat auch schon so eine suspekte Verpackung. Alles an Capri-Sonne strahlt eigentlich aus, dass ich nicht gesund bin. Also selbst als Kind war mir bewusst, dass Capri-Sonne nicht gesund ist. Dafür schmeckt es auch viel zu lecker. Das ist, also dir ist von vornherein klar, oder was heißt lecker? So geil schmeckt Capri-Sonne gar nicht mal, finde ich. Aber du hast irgendwie das Gefühl, ja, irgendwas ist fishy an Capri-Sonne. Alles in sich. Wo wohne ich? Ich wohne in der Welt. Ja, ich wurde, mein Wohnsitz ist in der Schweiz. Ich bin sehr viel in Amerika. Wir haben ein globales Geschäft. Ich bin sehr viel unterwegs. Viele Sachen kann man ja gar nicht machen ohne ein Flugzeug. Wie dieses, ja.
Beweglichkeit und Dasein und so weiter. Wer ist der Mann hinter dem Kindheitsgetränk und der revolutionären Alu-Verpackung wirklich? Und warum ist sein Unternehmen so unfassbar erfolgreich? Was ist denn hier los? Ich trinke Capri-Sonne. Dann ist ja gut. Was ist denn hier los? Ich trinke Capri-Sonne. Ah ja, gut, dann. Ja, da war ja falscher Alarm. Ich dachte, hier wäre irgendwas los. Aber auch geil, dass das Kind als erstes sagt, ich trinke Capri-Sonne. Ah ja, okay, ich dachte, es ist Heroin. Aber dann ist ja alles gut. Astreiner Saft. Capri-Sonne ist Erfrischungsweltmeister. Zum Glück gibt's Capri-Sonne. Die schmeckt, wird aus gesunden Früchten gemacht und mit Capri-Sonne findest du überall neue Freunde. Capri-Sonne, natürlich Spaß. Super, gut. Oh. 1960er Jahre, im idyllischen Eppelheim in der Nähe von Heidelberg. Rudolf Wild tüftelt an seiner neuesten Erfindung. Er nimmt ordentlich Zucker, gibt etwas Orangenaroma und Fruchtkonzentrat hinzu und füllt das Gemisch mit Wasser auf. Ey, das war die Zeit, ne? Damals konntest du noch Sachen erfinden. Vorsichtig nimmt er einen Schluck von seiner Kreation. Ja, Mann. Geil. Vorsichtig nimmt er einen Schluck von seiner Kreation. Ist das Vic? Der sieht aus wie ein NPC aus einem Rollenspiel. Ja, Mann. Geil. Aber die Plörre ist nur ein Teil seiner Erfindung. Er entwickelt den tragbaren Standbodenbeutel aus Aluminiumverbundfolie. Ihm ist sofort klar, dass er damit auf Gold gestoßen ist. Das muss in jeden Supermarkt, in jeden gutbürgerlichen Haushalt. Vielleicht geht es dir gerade ähnlich. Mr. Capri-Sonne hat es dir angetan und du hast eine Idee, die mit dem tragbaren Standbodenbeutel aus Aluminiumverbundfolie konkurrenzfähig ist. Du hast zwei große Vorteile gegenüber dem Capri-Sonne-Don der 60er. Du verfolgst wöchentlich den Business-Content von 2BG. High Status Coach. Und es gibt mittlerweile Plattformen wie Shopify. Mit Shopify kannst du deinen eigenen Online-Shop launchen. Egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon ein alter Hase im Geschäft bist, Shopify kann dich bei jedem Schritt unterstützen. In Istanbul, Produktionsmanagement, hier, China, nach China gegangen, Sachen abgecheckt. Die ganze Zeit, 24/7, 16 Stunden am Tag. Wir selbst nutzen Shopify. 24/7, 16 Stunden am Tag. Mit unserer Klamottenmarke Culture Culture schon seit Jahren. Mit dem Website-Editor kannst du den Shop ganz nach deinen Wünschen designen. Das Dashboard ist super übersichtlich und gibt umfangreiche Insights. Ach, wir sind gerade in der Werbung. Check doch die Deutsch soweit. Dann kannst du Shopify alle Alupackung kommt aus testen. 1969 ist es endlich soweit. Die kleine pralle Alupackung kommt auf den Markt und ist die... Oh, die sieht schön aus. So müssten die das wieder machen. Direkt ein absoluter Banger. Doch die Deutschen sind durstig und sehnen sich nach mehr. Nur wenige Jahre später gibt es deshalb schon das 10er-Pack zu kaufen. 1973 übernimmt Rudolfs Sohn Hans-Peter das Familienunternehmen. Er wird später als Mr. Capri-Sonne in die Geschichtsbücher eingehen. Auf die Hilfe seines Vaters ist er nicht mehr angewiesen. Do you want to call your dad? Do I want to call my dad? No, I don't want to call my dad. Do you want to call your dad? No. No? Do you want to call your dad? Mr. Capri-Sonne bringt den Konzern aufs nächste Level. Ende der 70er will er mit seinem Drink nach Amerika. 10% fruit juice, nothing artificial. There's only one Capri Sun. It's great tasting fine when you find something what? Capri-Sonne wird zum globalen Player. Mr. Capri-Sonne transformiert zu Mr. Big Capri-Daddy Sun. Wenn Sie nur in der Zentrale sitzen, dann haben Sie keine Ahnung, was in Dubai oder in China oder in Brasilien oder in Amerika passiert. Natürlich das Allerwichtigste ist die Investitionen persönlich beurteilen, denn als Familien- oder Privatunternehmen kostet es ja im Endeffekt Ihr eigenes Geld. Er zieht etliche Werbekampagnen mit internationalen Stars durch. Zum Beispiel mit dem damaligen Boxweltmeister Muhammad Ali. When you see these in your countries, in your stores, go back, because it is the greatest like me of all time. Nach Muhammad Ali das Größte. In Deutschland gibt es Partnerschaften mit Tennisstars Steffi Graf und Boris Becker. Es werden immer wieder neue Geschmäcker eingeführt. Moment, was? Boris Becker hat mal Tennis gespielt? For real? Das ist welche Art von Mango? Ist das Alfonso? Das ist die Alfonso, die ja nun also im Middle East also beliebter ist als die südamerikanische Mango. Mmh.
Mmm, so good. Später gibt's auch noch Collabs mit unserem absoluten Lieblingsunternehmen. Da, 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 da. Neuem Happy Meal, die goldene Capri-Sonne. Unserem Lieblingsverein, dem FC Bayern München. Na klar. Und unserem absoluten Lieblingswrestler. And his name is John Cena. Mr. Capri-Sun hat es geschafft. Er ist der Pate der sensationell flexibel verpackten, fruchthaltigen Getränke. An die Werbung erinnere ich mich so sehr. Da steckt was drin. Hard work and fuck. Hard work. Es gibt keinen Erfolg ohne harte Arbeit. Schon in den 90ern ist das... Es gibt keinen Erfolg ohne harte Arbeit. Das stimmt nicht. Shirin David zum Beispiel. Familienunternehmen in Europa und den USA Marktführer. Der Clan erobert Kinderherzen auf der ganzen Welt. Sie lieben den süßen Saft. Frag nicht, was für Saft? Doch der Erfolg hat seinen Preis. Es kommt das Gerücht auf, Kinder Zuckerwasser einatmen zu lassen, sei nicht gut für besagte Kinder. Auf der Verpackung sind Orangen und frisches Obst abgebildet. In Wahrheit seien aber eigentlich 5 Würfel Zucker, Wasser und nur ein kleines bisschen Fruchtkonzentrat drin. Handelt es sich dabei einfach nur um Hater, die das Imperium des Mr. Capri-Sun zu Fall bringen wollen? Um skrupellose Nichtsgönner, die uns ein Stück Kindheit wegnehmen wollen? Oder handelt es sich hier um einen waschechten Skandal? Aber geht es nicht eher darum, dass wir auch die Kinder schützen? Bei uns gab es das alles und wir sind auch groß geworden. Eine Frau im Kostüm will Mr. Capri-Sun persönlich mit den schweren Vorwürfen konfrontieren. Ich bin der 200 ml Folienbeutel Capri-Sonne Orange. Ich bin ein viel zu süßer Dickmacher und werde leider von viel zu vielen Kindern getrunken. Deshalb bin ich heute hier, um zu protestieren. Da sollte sich der Hersteller und vor allen Dingen auch Dr. Hans-Peter Wild, der Vater der Capri-Sonne, wirklich schämen. Und gleichzeitig ist es eine Einmalverpackung. Das gehört eindeutig nicht in die Brotbox. Eine Einwegverpackung. Hä? In klebrigen Kinderhänden ist potenziell, überraschenderweise, auch keine gute Idee. Immer wieder tauchen Capri-Sonnen an den entlegensten Orten der Welt auf. In den Wüsten der Sahara, immer... Ah, weil man es nicht recyceln kann, oder was? Amazonasgebiet, auf dem Mount Everest. Guter Punkt. Hier ist die Verpackung. Lol. Auf einigen dieser Expeditionen trifft man sogar auf echte Sammlerstücke. Das ist einer dieser Schätze. Und wie gesagt, die ist 25 Jahre alt. Und man sieht, was man da alles noch so erkennen kann. Capri-Sonne und sein wundervoller Standbodenbeutel. Aber jetzt mal ehrlich, es ist draußen heiß, 35 Grad. Dir läuft der Schweiß, um die Ecke kommt dein bester Kumpel. Mit einer eisgekühlten Capri-Sonne Multivitamin um die Ecke. Da wird doch keiner sagen, ja, weißt du, wie viel Zucker da drin ist? Es muss ja auch nicht alles gesund sein, oder? Manche Sachen können auch einfach nur... Manche Sachen sind halt nicht gesund, manche Sachen schmecken halt einfach irgendwie. Ich meine, klar, man muss schon auch ein bisschen drauf achten, was man zu sich nimmt, aber... Naja. Sinn für die Ewigkeit. 2017 folgt der nächste Hammer. Deutsche Kunden sind in Aufruhr. In diesem Jahr wird aus der beliebten Capri-Sonne auch in Deutschland die Capri-Sonne. Ohne Farbstoffe, ohne Süßstoffe, ohne Aha. Konservierungsstoffe. Das brauche ich nicht. Hä, was? Es gibt eine Dose Capri-Sonne in Bubbles? Habe ich noch nie gesehen. Steigt Mr. Capri-Sun sein Imperium etwa zu Kopf? Warum will er auf Zwang so international, modern und cool wirken? Deutschland ist empört. Der Hashtag Anglizismenwahn verbreitet sich auf Twitter. Viele weigern sich, den neuen Namen anzuerkennen. Das ist legit ein Kritikpunkt, den ich safe nachvollziehen kann. Für sie wird Capri-Sonne für immer Capri-Sonne bleiben. Aus Capri-Sonne wird Capri-Sun. Jetzt. Das ist wirklich insane. Muss ich das Schild ändern? Wenn du zu Capri-Sonne Capri-Sun sagst, bist du kein Mensch. Sondern cringe. Wir geben Hans-Peter Wild 24 Stunden Zeit, die Namensänderung von 2017 zurückzunehmen und die sogenannte Capri-Sun endlich und finale wieder in Capri-Sonne umzubenennen. 2021 dann noch ein Hammer. Der Papierstrohhalm wird wegen einer neuen EU-Verordnung eingeführt. Jeder wirklich... Das ist, haben wir angesprochen, ne? Das ist wirklich ein Skandal. Jeder hasst ihn.
weil dieser miese neue Pappstrohhalm immer kaputt geht. Ich kaufe wirklich nie wieder Capri-Sonne. Die Scheiße mit Papierstrohhalm schmeckt ranz und der Strohhalm geht jedes Mal kaputt. Diese Capri-Sonne mit Papierstrohhalm. Welcher und kam auf die Idee? Damit kann man ja nichts anfangen. Kann man dann direkt in die Mülltonne werfen. Auf eBay werden bis heute originale Capri-Sonne-Boxen mit dem guten alten Plastikstrohhalm gehandelt. Hier wird eine abgelaufene Elfenbeinbox für 27.000 Euro angeboten. Die Pisse! Die Rückschläge und Hater lassen den heute über 80-jährigen Mr. Capri-Sun kalt. Denn wie sagte schon Mr. Capri-Sonne Senior immer: Mein Vater hat mir, als er noch relativ jung war, hat er mir gesagt, das größte Problem in deinem Leben, was du haben wirst, ist die vielen Leute, die auf dich neidisch sind. 2022. Ah, man kennt das Problem. 20 veröffentlicht er ein Buch, Mr. Capri-Sun, die Autobiografie. Auf Thalia hat es eine einzige Bewertung mit einem Stern. Für diesen Preis bietet das kleine dünne Buch viel zu wenig. Dr. Wild ist ein Narzisst, welcher sich selber beweihräuchert. Es ist weder spannend noch lustig geschrieben. Wer meint, mit Tipps wie man muss täglich hart arbeiten und alles ist für jeden erreichbar, zum Millionär zu werden, der soll es kaufen. Ich lese sehr gerne Biografien. Diese gehört nicht dazu. Auch. Aber da muss man schon auch ein bisschen komisch drauf sein, dass man sagt, so, heute lese ich mal ein Buch vom Capri-Sonnenmann. Von diesem Hater lässt Mr. Capri-Sun sich nicht unterkriegen. Er hat im Laufe seiner Karriere 3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit zählt er zu den 100 reichsten Deutschen. Wie ist es eigentlich, mehr Geld zu haben, als man jemals wird ausgeben können? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also ich meine, ist auf jeden Fall sehr gut, welches zu haben. Der Milliardär hinter der bodenständigen, gutbürgerlichen Capri-Sonne hat einen ebenso bodenständigen Lifestyle. Seine 77-Meter-Yacht hat nur 75 Mio gekostet und lediglich einen Pool mit Wasserfall, einen Fitnessraum und einen Spa-Bereich. Ein ziemlich kleines Teil. Mr. Capri-Sun scheint außerdem bei der technischen Ausstattung gespart zu haben. In der Karibik ist die Nussschale gleich mehrfach in eine Hafenanlage gefahren. Aber es geht noch peinlicher. Mr. Capri-Sun ist ein großer Sportfan. Für ein NBA-Franchise oder einen Fußballclub hat es dann aber doch nicht gereicht. Er hat sich deshalb nur ein kümmerliches französisches Rugby-Team gekauft. Stade Français Paris. Seit 2019 ist Mr. Capri-Sun dort Monsieur le Président. Per PJ geht's immer straight aus der Schweiz nach Paris. PJ, das habe ich auch noch nicht gehört. Privatjet. PJ. Zu seinem Team. Da muss er dann zum Beispiel die neuen Trikotentwürfe absegnen und Leute zurechtweisen, wenn die Farbe nicht passt. No, it's due to the print. Yeah, that's right. They always have another excuse. Scheiße. Zumindest scheißt das Team nicht rein. Mr. Capri-Sun schwenkt wie damals vor seiner Belegschaft eine emotionale Motivationsrede. You're fighting, you're running and I'm very positive. We're on the right track. So thanks, guys. High status coach. Nach dem Spiel geht es für Sunny zurück ins Hotel. Er übernachtet standesgemäß im Le Bristol. Das gehört seinen reichen Brudis, den Oetkers. Wie die Familie unter anderem zu ihrem Vermögen gekommen ist, wissen wir ja. In dem Hotel bekommt er den üblichen Milliardärsrabatt, eine gepuderte Hand wäscht die andere. Die Suite kostet gerade einmal 17.000 pro Nacht ohne Frühstück. 17.000 Euro pro Nacht? Pro Nacht? Ja gut, Frühstück ist dafür aber günstig. Heiße Schokolade nur 19 Euro und Fruchtsalat 29. Eben hat mir ein Student geschrieben, oh, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Das ist als Student schwer. Dann bricht dein Studium ab, brich's ab. So nehme ich. Ist es gerecht, dass eine Person mehrere Milliarden besitzt und andere so wenig besitzen? Ja, das ist auch die Frage, die ganz akademische Frage. Stellt sich mir natürlich, man könnte auch sagen, 3 Milliarden, warum hat jetzt der Bezos so und so viele Milliarden? Ist das Bild, was von Vermögenden in Deutschland existiert, ist das fair? Ist ein negatives Bild, würde ich sagen, ja? Mit so akademischen Fragen will der Capri-Sonnen-Don sich nicht rumschlagen. Er ist deshalb einfach in die Schweiz ausgewandert, weil die Natur dort so schön ist. Ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Also wir haben eine große Wahl, die wir immer machen können, mit unseren Füßen. Dahin gehen, wo es uns gefällt.
Besonders gut scheint die Natur Mr. Capri-Sun im Kanton Zug zu gefallen. Jeder achte Einwohner ist hier Millionär. Und dort gelten ganz zufällig die niedrigsten Steuersätze der Schweiz. Meine Einnahmen laufen alle auf entspannt, steuerfrei. Ich würde mich, was das angeht, auch einfach als Superfuchs bezeichnen, weil ich einfach generell nie viel Steuern in Deutschland gezahlt habe. Und so wird Mr. Capri-Sun in seinem kleinen Domizil in der Schweiz immer reicher und reicher, bis irgendwann... Das war's für heute, liebe Gang. Schaut nach links und rechts, wenn ihr bei Sonnenschein über die Straße geht. Seid mal ein bisschen netter zu Milliardären. Ansonsten feiert gut und Case closed. Okay, aber was war jetzt der Inhalt dieses Videos? Ich habe original nichts Neues gelernt. Also halt gar nichts. Es wurde überhaupt nichts aufgedeckt, außer dass der Typ, der Capri-Sonne erfunden hat, reich ist. Und dass Capri-Sonne ungesund ist, aber... Also, komisches Video. Ich mag ja gern so auf Sachen reacten, auch so Sachen, weiß ich nicht, auf irgendwelche Art, aber da war ja überhaupt... Also, das hätte man nur in 10 Sekunden... Capri-Sonne ist ungesund. Der Typ... Jedes Getränk, behaupte ich mal, nahezu jedes Getränk, das es seit Jahrzehnten irgendwo im Kühlregal gibt oder auch Lebensmittel, da steckt irgendwo ein fucking Milliardär dahinter. Und 90% sind wahrscheinlich ungesund. Was ist jetzt hier, was habe ich jetzt, warum habe ich das jetzt geguckt? Das hätte man auch mit Cola oder Nutella oder Kaugummis oder Snickers oder Fußpilz in Dosen. Fußpilz in Dosen. Komisches Video. Habe ich nicht verstanden. Hab nichts Neues gelernt. Aber ihr auch nicht, wenn ihr es bis hierhin geguckt habt. Und das macht mich wiederum happy, weil ihr mich nicht alleine.